Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Dauntless. Ja, der heiß erwartete Patch 1.4.1 ist in den Startlöchern, kommt morgen am 1.10.2020 raus und hat ein paar Dinge drin, die wir alle, sag ich mal, dringend erwarten. Und ich fange einfach mal vorne an, werde so ein bisschen das Ganze mit euch durchgehen, einfach mal vortragen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle kurz pausieren. Und dann, also ich trage das euch hier von playdauntless.com Patchnotes halt eben vor. Dort könnt ihr es auch gerne mal wieder nachlesen, falls ich irgendwie unverständlich agiere oder ihr das vielleicht genauer nachlesen wollt oder sowas, könnt ihr das gerne machen. Ja, ansonsten werde ich es halt hier so ein bisschen Wort für Wort weitergeben und vielleicht am Schluss so kurz meine Einschätzung dazu und noch kurz ein paar andere Dinge. Ja, und natürlich möchte ich mich vorab nochmal beim Supporters Club bedanken, bei Shadow, Sena und bei DNA Glitch, die meinen Kanal hier, supporten. Vielen, vielen Dank an euch, da wird in der Zukunft auch noch was kommen, wie ich das ein bisschen, klarer artikuliere. Beziehungsweise klarer darstelle. Und noch was anderes, ganz kurz noch so vorab. Falls sich das ein oder andere Gildenmember oder der Gildenmember fragt, ja, warum er nicht mehr in der Gilde ist oder was ist passiert, was ist los, wir erwarten eine gewisse Discord-Aktivität und das könnt ihr halt, also meinen Discord-Link findet ihr hier in der Videobeschreibung, könnt ihr natürlich auch gerne reinschalten und dort halt, neue Gruppen finden, Mitspieler finden, eine gewisse Aktivität, auch im Gilden-Montix-Chat. Ihr könnt euch für unsere Gilde bewerben, wenn ihr Bock habt, wenn ihr aktiv in dem Game drin seid. Und könnt ihr halt einfach aktiv mitwirken. Auch dort werden die Regeln bald neu aufgestellt, dass alles ein bisschen transparenter für euch am Start ist. Also insgesamt werde ich ein bisschen an der Transparenz meines Kanals und auch der Unterstützungsmöglichkeiten und so weiter arbeiten. Freut euch da auf mehr in den nächsten Tagen. Jo, fangen wir an hier mit Patch 1.4.1. Das heiß erwartete Ding war natürlich, dass Agarus gepatcht wird. Ich trage es wie gesagt nur mal vor und Einschätzung kommt später. Jo, Agarus gebrochene Stielbruchteile verschwinden jetzt nicht mehr. Ich habe gestern Abend auch ein bisschen nochmal mit uns, haben wir ein bisschen gezockt, ein bisschen gestreamt mit unseren Leuten und da ist es mir auch schon aufgefallen, dass ich wesentlich mehr Bruchteile bekam. Es war wirklich auffällig mehr, obwohl sich unsere Spielweise nur unwesentlich verändert hatte. Wir haben halt verwundet, statt sonst immer Damage zu machen. Ich glaube aber nicht, dass es daran gelegen hat. Es war wirklich locker mal die doppelt, dreifache Rate an Brüchen, die ich hatte, vor allem getroppter Drop sozusagen, also Drop, der sichtbar war, als vorher. Und mir ist auch aufgefallen, dass aus den Eskalationen, da war es bei mir oft so, dass ich aus der Eskalation raus bin und hatte gefühlt nur 3 oder 4 Monsterteile, so gefühlt, also 10, nennen wir es mal 10 Monsterteile. Ja, und jetzt habe ich nochmal 30, 40, also nochmal deutlich mehr Monsterteile durch die gesamte Eskalation, die mir gut geschrieben werden. Also da war auf jeden Fall der Wurm drin, da haben sie anscheinend schon so ein bisschen was Kleines reingepatcht, ein bisschen was Kleines verändert, ich weiß es nicht. Vielleicht an der Loot-Spirale oder keine Ahnung, wie die das machen, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall war es für mich auffällig, dass da schon ein bisschen leichte Veränderungen stattgefunden haben. Und jetzt kommt halt die große Änderung, dass die gebrochenen Stielbruchteile jetzt immer am Start sind. Emberman haben sowas verändert. Wenn ein verspohrter Emberman stirbt, wird er stirbt, während ein Spieler ihn reitet, resultiert das nicht mehr darin, dass Spieler wiederholt an die Reitposition des Körpers teleportiert werden. Okay. Verspohrte Embermans bleiben jetzt nicht mehr hängen, ohne zu wissen, wo sie als nächstes hingehen sollen. Wir schieben es auf das jahrelange geboobt werden. Gut, das ist wenigstens ein witziger Kommentar. Also sie haben zu oft auf den Schädel bekommen, waren ein bisschen verwirrt. Naisaka-Köpfe können jetzt auch während des Rutschangriffs getroffen werden. Da gab es auch wieder ein Problem mit der Hitbox und so. Die Feuerbälle des Flameborn Resakiri werden jetzt nicht länger kontinuierlich abgefeuert, wenn du ihn während eines Angriffs betäubst. Shrouds Unterbrechungsmarkierung wird jetzt auf korrekte Weise verschwinden, sobald der instabile Angriff vorbei ist. Das hatten wir gestern auch noch, da hat der Tod auf dem Boden gelegen und hatte immer noch seine Betäubungs- oder Unterbrechungsmarkierung halt hier über dem Schädel. Scraves Tornados können jetzt mit den Slayern kollidieren. Okay.
Dann beim Kriegsspeer haben sie ein bisschen was verändert. Kriegsspeer hat jetzt keine Eingabeverzögerung mehr zwischen Hieben in einer Combo und Ausweichrollen. Mir ist es gestern auch aufgefallen, gefühlt hat er sich unheimlich träge gespielt. Keine Ahnung, könnte auch an meinem Bild gelegen haben. Also ich hatte, vielleicht war es aber auch diese Eingabeverzögerung, weil ich immer viel mit Ausweichrollen arbeite. Ja, und keine Ahnung, weiß ich nicht, irgendwas war da. Ja, aber kann auch am Bild gelegen haben. Für mich gefühlt hat es sich nur unheimlich träge gespielt. Hämmer, die mit dem Skin Champion Hammer transmogt wurden, richten jetzt den korrekten Schaden an. Ja, das ist ja auch schon länger so. Tracks, die Drücke zum Aktivieren Aufforderung für die legendäre Fähigkeit der Tracks Waffen aktiviert sich jetzt richtig mit Schwert, Kriegsspeer und Kettenklingen. Kann ich nichts dazu sagen, anscheinend gab es da Probleme. Dann bei der Schatteneskalation. Die Verstärkung entblößter Schwachpunkt in der Schatteneskalation lässt Angriffe nicht mehr so aussehen, als ob sie kritischen Schaden anrichten würden, wenn sie das nicht tun. In der Terra-Eskalation, das Eskalationslevel 25 im Talentbaum der Terra-Eskalation zu erreichen, verhindert jetzt, dass du weiterhin aufgeladenen Äther erhältst. Hast du anscheinend immer weiter dann sammeln können. Die Hintergrundgeräusche in der letzten Arena der Terra-Eskalation werden nicht mehr über die Kampfgeräusche hinweggespielt. Blütengrasfelder in der Terra-Eskalation werden nicht mehr über den Boden schweben. Diverse Äste in der Terra-Eskalation haben jetzt den richtigen Kollisionsparameter. Spieler können nicht mehr in bestimmten Bereichen der Terra-Eskalation den Boden durchdringen. Spieler können jetzt nicht mehr verschiedene große Steine in der dritten Arena der Terra-Eskalation durchdringen. Okay, keine Ahnung, gab es anscheinend so kleinere Bugs, nenne ich es jetzt mal. Kosmetische Gegenstände. Ein Fehler wurde behoben, durch den die Schatten auf den Helmskin Hut des Meisters nicht richtig angezeigt wurden. Die Nasen von Slayer können jetzt nicht mehr die Helmskins Wappen der Donnerwache und Maske des Wächters durchdringen. Wenn zu eine große Nase ist, halt heftig. Der Helmskin Überlebensbrille wackelt jetzt nicht mehr. Slayer-Verlinkungen funktionieren jetzt richtig. Da hatten wir sogar die richtige Vermutung gehabt. Das müsste gleich kommen. Und zwar eine Slayer-Verlinkung abzubrechen und dann dieselbe Person erneut einzuladen, resultiert jetzt nicht mehr in einem Fehlschlag. Spieler können jetzt auf den Verlinkung-Freischalten-Knopf drücken. Okay. Es ist jetzt nicht mehr möglich, alle drei Slayer-Verlinkungen mit dem gleichen Freund zu verlinken. Also das erste war bei uns halt so, uns ist auch aufgefallen, wenn irgendwas schief lief oder auch eine Slayer-Verlinkung irgendwie abgelaufen ist oder so, da haben wir immer nochmal eine Jagd zwischendurch geschoben, sodass es sich praktisch resettet und dann erst neu angefragt. Wir haben nie direkt, wenn was ausgelaufen ist, neu angefragt. So hatte ich zumindest mal das Glück, dass ich da kaum Fehler hatte. Ich habe dem Spiel immer sozusagen eine Chance des Resets gegeben. Das kann man auch generell immer empfehlen, wenn ihr so irgendwelche Fehler merkt, immer mal so eine Jagd dazwischen schieben und dann nochmal neu versuchen, dann klappt es meistens. Jo. Das Unterbrechungsmeisterschaftsziel wurde von Agarus Meisterschaftsseite entfernt, da es nicht möglich ist, Agarus zu unterbrechen. Also ganz wichtig, auch wenn ich es jetzt schwer genuschelt habe, Agarus Unterbrechung fliegt aus dem Meisterschaftsbaum raus. Jo, sinnvoll, da gab es ja auch verschiedene Spekulationen, ob es doch nicht irgendwie möglich ist, also es ist nicht möglich. Betäuben, wie das funktioniert, habe ich ja auf meinem Kanal gezeigt, in dem Video Stagger, hier Agarus, könnt ihr euch ansehen, wie das funktioniert. Diverse Tippfehler im neuen Questtext und Missionsdialog wurden behoben, das Tutorial-Video für Agarus legendäre Waffenfähigkeit fehlt jetzt nicht mehr in den Menüs. Der Questtitel Oma Stregers belebende Elixiere funktioniert jetzt richtig mit der Benutzeroberfläche. Missionstexte werden jetzt beim Matchmaking in der Statusleiste angezeigt. Das Spielerpostfach zeigt jetzt keinen Hinweis zu ungelesenen Benachrichtigungen mehr an, wenn alle Mails schon mal gelesen wurden. Die Agarus-Rüstung hat jetzt das Agarus-Kopfsymbol in allen Menüs. Der persönliches Sternenlicht-Laternenskin wird jetzt in der Ladenvorschau von der richtigen Seite angezeigt oder gezeigt. Die Verwendung der Hilfe, ich stecke fest, Menüoption in der Mission weit und weg teleportiert dich jetzt nicht mehr zum Anfang der Eskalation hinter unbrauchbare Sprungdüsen. Okay. Performance wurde ein bisschen was verändert. Einige Abstürze, die mit Speicherproblemen zu tun hatten, wurden behoben. Client-Verbindungsverluste, die durch das Auslaufen von Kopfgeldkomponenten verursacht wurden, wurden behoben.
Ja, und dann noch hier Ramsgate Zepkos Beine durchdringen nicht mehr seine Hose. Sie waren zu stark und mussten bedeckt werden. Keine Ahnung, was da los ist. So, und dann, das war's. Ja, mehr ist nicht. Also das sind die Sachen, die passiert sind. Alle einige Bugfixes und so weiter. Und jetzt ganz kurz meine Meinung. Ja, gut, dass ich so gut vorbereitet bin. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee, bevor ich da aushole. Ja, ich wurde es wirklich, also es wurde mir sogar persönlich geschrieben, warum ich bei einem Spiel immer noch so positiv gestimmt bin, es wäre alles schlecht und so weiter. Und ich habe ja auch schon ein bisschen was in den vorherigen Parts mal so anklingen gelassen. Also von diesem Patch hier bin ich tatsächlich enttäuscht. Das muss ich wirklich so sagen. Generell seit der Terra-Eskalation, ich war mega gehypt auf die Terra-Eskalation. Hab da auch ein bisschen vermutet, dass ein bisschen was ins Game reinkommt. Das ist ja auch passiert mit natürlich der Terra-Eskalation und vor allem den Tränken, die es dann ins Spiel geschafft haben. Hier der Crit-Trank und so weiter. Allerdings wurde da, glaube ich, wenig beachtet. Auch die neue Fähigkeit hier, Hartnäckigkeit und wie es alles heißt hier, Parasitismus und so weiter. Die ganzen Zellen sind, sage ich mal, fürs Mid-Endgame so irgendwas. Keine Ahnung, ich will jetzt keine genaue Bezeichnung abgeben, weil da werde ich in den Kommentaren wieder zerrissen. Damit spielt kein Endgame-Spieler und so weiter. Weiß es. Ja, aber es ist schon einiges an der Balance kaputt gegangen. Das muss ich schon sagen. Die Tränke sind zu stark. Katalysator ist viel zu stark, muss man sagen, letzten Endes. Auch Hartnäckigkeit ist extrem stark. Generell der Scan-Schild bei den Fäusten ist viel zu stark. Es sind viele Sachen, die viel zu stark sind. Und wenn man die dann noch kombiniert in unserem Wächterbild zum Beispiel, ist es für Anfänger, Fortgeschrittene und so weiter so einfach, gewisse Dinge zu laufen, dass es schon erschreckend einfach ist. Man kann die Diskussion auch führen, okay, ist es mit den Iceborne-Builds nicht auch super einfach? Ja, wegen mir. Und Full-Damage-Builds, ja, werden die überhaupt belohnt dafür, dass ich Full-Damage-Builds spiele, außer dass ich ein bisschen schneller bin? Das ist halt die Frage, die ich mir stelle. Da fehlt mir so komplett die Belohnung letzten Endes hinten dran. Also um es kurz zu machen, die Hero-SK fehlt, es fehlen neue Schwierigkeitsgrade. Die Prüfung müsste massiv angepasst werden, die ist so rotze einfach geworden. Also, und da habe ich mir für Patch, deswegen habe ich eben gesagt, ich bin da schon ein bisschen enttäuscht, Patch 1.4.1, da habe ich mir schon erwartet, dass da was auch an der Balance verändert wird und nicht nur, dass hier die Bruchteile nicht mehr verschwinden. Wir hatten gestern auch die Diskussion, vielleicht liegt es auch daran, wir spielen ja auch mal mit Randoms oder ich höre auch mal die ein oder andere Stimme von Neulingen oder leicht Fortgeschrittenen, sage ich mal, die dann sagen, boah, nee, das Spiel ist doch schwer und so gut wie ihr, da bin ich ja nicht und was weiß ich. Das mag ja alles sein, aber fürs Endgame, boah, da ist, also wo auch immer, doch, Endgame, also ich würde schon sagen, dass ich im Endgame bin. Also im Endgame ist schon, da ist die Balance völlig verloren gegangen. Und das habe ich auch schon von mehreren mitgeteilt bekommen. Es wird einfach zu leicht, die Meisterschaft zu leveln, viel zu einfach. Ich bin die gestern mal wieder durchgegangen. Ich habe eigentlich kaum Wert auf die Meisterschaft gelegt, bis ich 50 war. Und das war damals noch wesentlich schwieriger. Und ich habe mittlerweile nochmal so viele Unterbrechungen dazu bekommen, so viele Verwundungsteile dazu bekommen, also Erfolge. So viele neue Behemoths, die seitdem auch draußen sind, seit ich Level 50 war. Also auch das ist wesentlich einfacher geworden. Die Leute erreichen zu schnell Level 50 und sowas. Also generell muss ich einfach sagen, das Spiel braucht neuen Endgame-Inhalt dringend und braucht auch neue Schwierigkeitsgrade. Und dann will ich die Community nicht weinen hören, die dann sagt, das ist viel zu hart, das ist viel zu hart. Da muss wirklich was passieren. Meines Erachtens sogar in mehreren Schwierigkeitsbereichen, genauso wie neue Behemoths, finde ich auch. Eine neue Waffe, also ich sag mal so, eine neue Waffe, was mich hypen würde, wäre tatsächlich, wenn jetzt der bekloppte Bogen da irgendwann mal kommt, eine Hero-SK kommt, eine neue Prüfungsstufe kommt und vielleicht die Rüstungsklassen auch auf Level 20 oder sowas angepasst werden, Rüstungen und Waffenklassen, dass man zum Beispiel bei der Hero-SK oder auch bei der neuen Prüfung vielleicht oder was auch immer, ich will jetzt nur so Gedankenspiele, vielleicht, was weiß ich, spektrale Arksteine bekommt, die dann super stark sind, wo man dann halt seine Rüstung auf Level 20 bringen kann und seine Waffen und so weiter. Und dass das dann, wenn ich das ausgelevelt habe, dass ich trotzdem die neuen Herausforderungen trotzdem nur mit guten Gruppen schaffe, mit guten Mitspielern etc. Das war einfach mal wieder so 1, 2, 3 neue Schwierigkeitsstufen letzten Endes reinbekommen. Dass man sagt, okay, die Hero-SK,
kann man spielen, ist etwas schwierig oder wegen mir sogar sehr schwierig. Dann so Hero Plus Plus oder sowas, was dann etwas schwieriger ist, was man schon besser spielen kann und ein bisschen Loot mehr bekommt. Und die neue Prüfung, Platin-Prüfung nenne ich sie jetzt mal, die halt super schwierig ist. Sowas würde ich schon feiern. Es ist wirklich dringend notwendig, weil sonst sehe ich da ein bisschen schwarz. Im Moment ist es schon so, dass es sehr casualisiert wurde und da stimme ich auch den kritischen Stimmen zu. Und das ist nicht ganz so geil, das muss ich sagen. Es spielt generell, also versteht mich da nicht falsch, es spielt generell und auch hier der Patch und dass sie da immer hinten dran sind und immer wieder auch ihre Fehler ausmerzen und so. Da habe ich, wie ich schon oft sagte, schon vieles anderes erlebt. Wir haben jetzt 13 Tage gewartet, bis halt hier die Änderung kam, das ist, oder 14 Tage, absolut in Ordnung. Ein paar Fehler sind reingekommen, gegen manche haben sie direkt angekämpft, dass hier Verbindungsabbrüche und so ganz am Anfang. Auch hier die Terra-Eskalation, aus meiner Sicht wurde da schon irgendwas gepatcht, das fühlt sich schon ein bisschen sauberer an. Ja, und jetzt kommt halt der Patch. Ja, absolut cool, vielleicht kommt auch noch irgendwas, es ist jetzt in den Patch-Notes nicht bekannt, nichts Näheres genannt worden. Es, wie gesagt, sind eher so kleinere Bugfixes, hier habt ihr einen Teil mehr und hier der Helm ist richtig und was weiß ich, ihr habt es ja gelesen. Ist jetzt nicht so gravierendes, das Spiel bleibt immer noch viel zu einfach für Endgame-Spieler. Endgame wird schneller erreicht, somit wird das Spiel uninteressanter und die Leute spielen wieder was anderes. Und das bei so einem coolen Spiel letzten Endes. Das will ich eigentlich als Botschaft vermitteln. Das Spiel ist immer noch mega. Ich finde es immer noch mega. Auch der neue Jagdpass und so weiter. Alles ist cool, aber es ist im Moment ziemlich viel auf Casualisierung und auch auf Optik. Da legen sie im Moment viel Wert drauf. So hier Ramsgate verändern, der neue Season Pass. Okay, hat echt coole Dinge drin. Oder auch im Shop dann der neue Speerskin, der neue Helmskin, der richtig cool ist. Alles cool. Und das Spiel wird immer einfacher durch immer mehr richtig starke Defensivzellen. Iceborne war vorher halt voll am Start. Manche hatten es noch nicht oder wollten nicht, konnten nicht, wie auch immer. Man hat auch eine gewisse Voraussetzung gebraucht, dass Iceborne überhaupt zündet. Man muss mit Half-Life-Builds spielen und so weiter oder sollte das. Ja, und jetzt Parasitismus ist halt Iceborne Light, dass man mal mit einem Full-Damage-Build, mit einem Full-Life-Build spielen kann. Zum Beispiel dann noch Hartnäckigkeit dabei. Ja, und mit Skarnfäusten, da ist man unsterblich letzten Endes. Ja, und solche Geschichten, also da muss was passieren. Um es kurz zu machen, da muss was passieren. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Ich bleibe dabei, Dauntless ist mega, Dauntless gefällt mir auch gut, hat auch nichts damit zu tun, dass im Moment etwas weniger Parts bei Dauntless erscheinen. Das bleibt voraussichtlich auch so, dass ich nur noch alle 2 oder 3 Tage mal einen Dauntless-Part bringe. Ich habe schon so viele Dauntless-Parts gebracht, guckt einfach mal. Bisschen euch auch die alten Folgen an, das sind super geile Builds dabei, kann ich auch nur empfehlen, hat nichts mit dem Spiel zu tun, immer wenn neue Inhalte kommen, werde ich wieder stärker darüber berichten, dann wird es aber wieder auf den 2- oder 3-tägigen Rhythmus zurückgehen, das auch nur so als Hinweis, so habe ich es mal geplant, ob es so kommt, weiß ich natürlich, aber jetzt auf jeden Fall am Anfang schon mal, weil ich natürlich auch das ein oder andere Game mal auf meinem Kanal zeigen will. Würde mich auch freuen, wenn ihr dort mal reinschaltet, wenn ihr mir vielleicht auch Vorschläge gibt, was ihr gerne mal sehen würdet, auch vor allem für zukünftige Games und so weiter und so fort. Aber bei Dauntless bleibe ich immer dran, bleibt immer ein Ding für mich und ich finde das Spiel nach wie vor absolut stark. Nur für Endgame-Spieler ist im Moment ein bisschen der Wind raus und das wäre schon geil, wenn da mal wieder ein richtiger Sturm in die, in den Mast reinfegt sozusagen, in den Segel, genau, ein richtiger Sturm in den Segel reinballert, das wäre geil. Genug geschnackt, genug dummes Zeug gelabert. Jo, ich hoffe, dass es so kommt, ich hoffe, dass das Spiel wieder anzieht vom Schwierigkeitsgrad, das habe ich mir hier erhofft, ist leider nicht passiert. Trotzdem habe ich natürlich Bock, trotzdem werde ich reinschalten, trotzdem werde ich die Terra-Eskalation suchten und mir die gebrochenen Stiele holen, die mir noch fehlen. Und jo, ich wünsche euch einen schönen Tag, wir sehen uns morgen bei der Prüfung. Bis dann, haut rein, ciao.